das aus Ihnen einen anderen Banker gemacht? Ich glaube, ich bin heute nachdenklicher und noch kritischer beim Blick auf Risiken. Und darüber nachzudenken, ich glaube, das hätte ich sonst in der Form, in der Intensität, wie wir es heute tun, nicht gemacht. Insofern bin ich ganz sicher, dass die Krise mich da verändert hat. Wenn einer weiß, wie die Finanzkrise in den Abgrund ziehen kann, dann er. Martin Blessing, Chef der Commerzbank, im Interview mit Made in Germany. Sie sitzen heute immer noch hier vor mir als Vorstandsvorsitzender. Wie haben Sie das gemacht? Einfach den Druck ausgehalten. Auch Verbündete im Aufsichtsrat und in der Politik hielten ihn oben. Sein Großvater einst Präsident der Bundesbank. Doch Martin Blessing erlebt vor allem mit der Übernahme der Dresdner Bank einen beispiellosen Absturz. Eine der größten Krisen in der Geschichte der Commerzbank. Mitten in der Finanzkrise wird er zum Bittsteller. Er lässt sich retten von der deutschen Regierung mit einer Milliardenhilfe. Martin Blessing, ein Banker, abhängig vom Staat. Doch jetzt neue Töne. Genau diese Allianz von Banken und Staaten will er beenden. Denn auch Staatsanleihen, die Banken zuhauf besitzen, können Geldhäuser mächtig ins Wanken bringen, warnt Martin Blessing. Deswegen sollten Banken die Menge der Staatsanleihen nun endlich begrenzen. An dem Thema, wie behandeln wir Staatsanleihen? Sind sie wirklich risikofrei oder nicht? Da ist wenig passiert und spätestens seit Griechenland wissen wir alle, selbst in der Eurozone sind Staatsanleihen nicht risikofrei. Ein Großbanker, der sich demütig gibt? Zumindest weiß der 50-Jährige, wie man den angeblichen Wandel seiner Bank in der Werbung erfolgreich verkauft. Woran liegt es, dass man den Banken nicht mehr vertraut? Die Werbestrategie, eine Art Entschuldigung an den Steuerzahler und Kunden. Braucht Deutschland noch eine Bank, die einfach so weitermacht? Mitarbeiterinnen der Commerzbank denken laut über das Image der Bank nach. Was tut deine Bank denn konkret für die Unternehmen? Die Wahrheit ist, für Unternehmen waren wir schon immer die Bank an ihrer Seite. Eine millionenschwere Kampagne, die provoziert. Und genau das ist beabsichtigt. Ja, wir meinen das ernst. Wir beraten ganz anders. Wir verkaufen nur, was der Kunde braucht. Und tun alles, damit er zufrieden ist. Wir haben fürs Jahr 2008 an ganz vielen Stellen die Boni gestrichen. Das ging dann so weit, dass wir an vielen Orten dann auch verklagt worden sind. Einen guten Teil der Klagen haben wir gewonnen. Einen Teil der Klagen haben wir verloren. Ein Teil meiner Kollegen und ich sind da sogar als Zeugen mit vor Gericht gegangen. Also wir haben schon gesagt, wir wollen hier ganz klar demonstrieren, das, was in der Vergangenheit passiert ist, geht so nicht weiter. Sie haben sie aber auch wieder erhöht. Wir haben sie dann, als gewisse Leistung wieder gab, auch leicht wieder erhöht. Aber wenn Sie sich angucken, wo das Volumen heute ist, im Vergleich zu dem, wo es in der Spitze im Jahre 2007, wenn Sie sich die beiden Banken, Commerzbank, Dresdner Bank zusammen angucken war, dann liegen wir heute noch nicht mehr bei 25% dessen, was es damals an variabler Vergütung gab. Bei jedem Schritt, jedem First-Class-Flug wird Martin Blessing ganz genau beobachtet. Er muss Deutschlands zweitgrößte Bank weiter umbauen und verspricht weniger riskante Staatsanleihen, weniger Immobilien und Schiffsfinanzierungen. Dafür will er zurück zum Geschäft mit Mittelstand und Privatkunden. Die Talsohle, da sind wir durch, aber der Aufstieg wird noch eine Zeit dauern. Würden Sie die Dresdner Bank ein zweites Mal kaufen? Ja, aber später. Also eher 6 Wochen nach Lehman als 2 Wochen vorher. Den Steuerzahlern hätte das Milliarden gespart.